Nun von meiner Seite aus auch herzlich willkommen. Mein Name ist Gerrit Kaschuba. Ich komme aus Tübingen vom Forschungsinstitut TIFS, das sich seit über 20 Jahren dem Thema Geschlechter, Geschlechterfragen, Geschlechterpolitik verschrieben hat. Ich möchte mich auch ganz herzlich für die Einladung bedanken bei dem Bürgermeister Jäger, bei Frau Asche, Frau Dr. Asche und bei Frau Reich, der Festivalmanagerin, die das Ganze ganz hervorragend vorbereitet hat. Also ich war sehr begeistert. Herr Jäger hat gerade das Ranking der Städte erwähnt. Platz 2 steht da Karlsruhe. Ich habe geguckt, Karlsruhe hat 1800 Sonnenstunden im Jahr so und habe ebenso den gleichen Gedanken gehabt, nämlich diese Frauenperspektiven bieten so ein wahnsinnig tolles Programm, dass ich denke, würde sich lohnen, auch dieses Angebot mit in die Website und in die Werbung, in das Marketing der Stadt aufzunehmen. Also eher so rum nochmal. Das Thema über Arbeit, über Leben ist höchst komplex. Frauenperspektiven in Deutschland oder Perspektiven von Frauen in Deutschland. Auf das Wortspiel hat Frau Dr. Asche gerade auch nochmal hingewiesen. Es geht um das Reden über Arbeit, über Leben. Es geht aber auch um die Frage des Überlebens und des Überarbeitens bei dem ganzen Themenbereich. Mit und ohne Arbeit, Gesundheit spielt eine Rolle, all diese Themen. Wir haben heute Abend nur begrenzt Zeit, wir können nicht alles beleuchten. Der Fokus hier wird liegen, und das ist schon sehr viel genug, nämlich das Reden, Sprechen hier auf dem Podium über Leben und Arbeit, auch ausgehend von den biografischen Erfahrungen der Podiumsteilnehmerinnen, die jetzt gerade mehrfach erwähnt worden sind und die ich nachher gleich nochmal kurz vorstellen werde. Auch wenn Frau Meschina, die den Hintergrund einer Frau mit Migrationshintergrund nochmal mit eingebracht hätte, heute nicht da ist, muss ich doch feststellen, ist es hier auf dem Podium, auch wenn wir vielleicht gar nicht so intergenerativ aussehen, trotzdem eine große Vielfalt an Lebensentwürfen, unterschiedlichen Positionen, politischen Positionen, Lebenslagen, ist hier eine bunte Mischung vertreten. Das finde ich immer wieder ganz spannend. Und auch ganz unterschiedliche Formen auf die Verhältnisse mitzuwirken, mitzugestalten. Es ist kein neues Thema, Arbeit und Leben, dieses Thema begleitet uns alle schon sehr, sehr lange. Und trotzdem ist es wichtig, sich immer wieder mal bewusst zu machen, wo es auch Erfolge zu verzeichnen gibt. Also keine Angst, ich werde jetzt nicht irgendwie ganze Daten runterrattern. Ich denke, da ist ganz vieles bekannt. Es gibt viel Forschung zu dem Thema Arbeitsmarkt, Arbeitsteilung, Vereinbarkeit, Familie, Beruf und so weiter. Aber mal Erfolge anzugucken, ist auch wichtig, nicht nur zu jammern, das haben wir im Vorgespräch für das Podium auch gesagt, beides zu tun. Zum Beispiel haben wir jetzt einiges gesetzlich verankert. Es ist natürlich sehr weit hergeholt, aber Frauen müssen nicht mehr ihre Ehemänner fragen, ob sie erwerbstätig sein dürfen. Das haben wir auf jeden Fall erreicht. Die Quote für Frauen in Aufsichtsräte ab 2016 ist verabschiedet. Oder auch der gesetzliche Mindestlohn seit 2015. Das sind nur so ein paar Blitzlichter, die Frauen ganz zentral betreffen und vielleicht mal zwei Pole aufmachen. Dann haben wir ganz verschiedene Instrumente der Personalentwicklung mittlerweile verankert. Da geht es um Telearbeit, um Teilzeit, es geht um Richtlinien sexuelle Belästigung. Auf einer ganz anderen Ebene oder eben dem zugrunde liegenden Thematisieren, Aufdecken, Skandalisieren. Skandalisieren, eine ganz wichtige Strategie der neuen Frauenbewegung. Ohne dieses hätten wir vieles andere gar nicht erreicht im Blick auf die Gesetzesänderungen. Und da denke ich, es ist wichtig auch zu sagen, es gibt öffentliche Möglichkeiten wie den Equal Pay Day, Girls Day, Boys Day, all diese Errungenschaften auch, die zur Erweiterung der Horizonte im Blick auf den Beruf dienen können. Aktuell, jetzt haben wir den Streik von Verdi ausgerufen für die Verbesserung, für den gerechteren Lohn für Erzieher, Erzieherinnen. Auch da geht es um Skandalisieren in einer gewissen Weise. Der Arbeitsbegriff hat sich ausgeweitet. Wenn wir früher bei Arbeit immer nur an Erwerbsarbeit gedacht haben, so hat sich ganz vieles über die Frauen- und Geschlechterforschung und Frauenbewegung dahin bewegt, dass wir unter Arbeit auch
die ganze sogenannte Reproduktionsarbeit verstehen, Hausarbeit, die Care-Arbeit, Erziehung, Pflege, ehrenamtliche Tätigkeit. Und das ist ganz wichtig, dass das gleichermaßen gewertet wird. Und auf einer weiteren Ebene, es geht um Haltungen und Einstellungen. Und das passt sehr gut zu dem eingeführten Bild der Hyäne, den Zuschreibungen, mit denen Frauen, aber auch Männer zu tun haben, das sich in dem ganzen Arbeitsfeld und Lebensbereichen von Frauen wie von Männern niederschlägt. Interessant, da wir jetzt niemanden der, sage ich mal, ganz jüngeren Generation hier sitzen haben, wenngleich wir uns alle sicherlich noch sehr jung fühlen. Jutta Almendinger vom Wissenschaftszentrum Berlin hat eine Untersuchung durchgeführt mit anderen zusammen, wie junge Frauen und Männer in Deutschland leben wollen. Und deutlich ist, sowohl Frauen, junge Frauen wie junge Männer sagen, sie wollen, dass Frauen erwerbstätig sind. Und gleichzeitig zeigt sich eine ungleiche Verteilung im Umsetzen, in der Handlung, was das Verhältnis von Erwerbsarbeit und eben auch Familienarbeit zwischen Frauen und Männern angeht. Also das nochmal so als kleine Einschränkung. Ich komme jetzt auf die Inhalte des Podiums zu sprechen, wie wir vorgehen wollen hier. Zum einen wollen wir einen biografischen Einstieg machen über die Arbeitserfahrungen, über die Bedeutung, die Arbeit für die Podiumsteilnehmerinnen hat. Und dann wollen wir auch gucken, welche Erfolge machen Sie fest, aber auch welche Stolpersteine und Hindernisse sehen Sie. Und welche Anliegen haben Sie für die öffentliche Debatte? Es ist ja gerade auch nochmal gesagt worden, wie kann eigentlich auch das Anliegen von Frauen sozusagen ein Querschnittsthema werden in der heutigen Gesellschaft und gesellschaftspolitisch verstanden werden. Jetzt müssen Sie mich noch ein bisschen länger reden hören. Ich möchte nämlich meine Gesprächspartnerinnen vorstellen. Ich beginne mit Dorothea Maisch zu meiner Linken. Dorothea Maisch lebt in Gaggenau und ich dachte, sie ist am nächsten dran an Karlsruhe, bis ich erfahren habe, dass Frau Johansen aus Karlsruhe stammt. Entschuldigen Sie bitte, ganz so spontan war ich jetzt nicht. Frau Maisch ist hier in die Runde eingeladen als Vorstandsmitglied des Landesfrauenrates Baden-Württemberg. Sie ist in den Landesfrauenrat gewählt worden als Mitglied der Frauenunion, der CDU in Baden-Württemberg. Ganz kurz für diejenigen, die den Landesfrauenrat nicht kennen, das ist ein Zusammenschluss, ein unabhängiger, überparteilicher, überkonfessioneller Zusammenschluss von Frauenorganisationen in Baden-Württemberg und vertritt im Grunde genommen alle Frauen, eben nicht einen bestimmten Kreis der Berufstätigen, sondern eben die verschiedensten Verbandsinteressen. Frau Maisch ist im Management tätig, nämlich eines familienbetriebenen Sehzentrums und im Augenoptik-Fachbereich tätig, gemeinsam mit ihrem Mann. Und hier sagte sie mir, das bietet ihr die Grundlage für das, was sie heute wirklich gerne macht. Ich zitiere sie jetzt einfach mal frei. Seit 5 Jahren ungefähr arbeitet sie parallel als Trainerin und Coach, freiberuflich, und sie bezeichnet sich als Quereinsteigerin in die Politik, ist heute Fraktionsvorsitzende der CDU-Gemeinderatsfraktion und vieles andere mehr, auch auf Landesebene. Ich habe ja auch gesagt, Frauenunion. Nur wenn ich bei allen Frauen hier jetzt alle Posten aufzählen würde, wäre die Zeit für unsere Podiumsdiskussion um. Netzwerke, hat sie gesagt, sind ihr ganz wichtig. Ich denke, da wird sie auch selber nochmal drauf eingehen. Erwähnen möchte ich noch, dass sie den bundesweiten Helene-Weber-Preis 2009 bekommen hat als erste Frau. Der Preis wird vergeben für besondere kommunalpolitische Aktivitäten. Und sie hat 2 Söhne. Dann gehe ich weiter, möchte Silvia Mako vorstellen. Sie kommt aus Heidelberg. Sie hat auch einen Künstlerinnennamen, Cora E. Sie wird nachher auch hier auftreten. Sie ist bekannt geworden als erste Frau, die den Rap nach Deutschland gebracht hat. Vorhin hat sie gesagt, sie hatte auch den Titel Rap Queen oder Queen of Rap. Hat sie aus New York mitgebracht in das vielleicht etwas starrere Deutschland. Die Musikpresse in den 90er Jahren hat gesagt,
Der beste deutsche MC ist eine Frau, MC, Master of Ceremonies. Wenn ich das jetzt übertrage auf meine Rolle hier, die Moderatorin der Show. Okay. Sie ist auch Krankenpflegerin, hat den Beruf immer ausgeübt und arbeitet an der psychiatrischen Uniklinik in Heidelberg in der Akutpsychiatrie. Wichtig, so sagte sie mir, ist ihr die künstlerische Tätigkeit nicht dem Zwang des Geldes unterwerfen zu müssen. Spannend fand ich auch, dass sie Mitglied der Zulu Nation ist, einer in New York gegründeten Organisation, die sich gegen Gewalt, Drogenkonsum und das Gangwesen im Rap organisiert. Und ich denke, auf diese Aspekte werden wir nachher auch nochmal mehr eingehen. Rap als ein auch stark männerdominierte Richtung. Von daher schon nochmal sehr spannend. Sie hat Workshops mit Jugendlichen durchgeführt und widmet sich, so sage ich das jetzt mal, nun neben ihrer Berufstätigkeit als Krankenpflegerin ihren beiden Kindern und ist alleinerziehend. Ihr Song Schlüsselkind, und das nehme ich jetzt quasi parallel wie ein Preis, die Aufarbeitung ihrer biografischen Erfahrungen avancierte zum Schulstoff. Ja, wird in der Schule gelesen, vielleicht auch gerappt, das weiß ich nicht. So, Leni Breimeyer sitzt neben mir zur Rechten. Sie sitzt hier für Verdi aus Stuttgart. Sie ist gerade zum dritten Mal wiedergewählt als Verdi-Landesbezirksleiterin Baden-Württemberg und seit 2009 stellvertretende Vorsitzende der baden-württembergischen SPD. Ihre Ausbildung, und das finde ich ganz wichtig an der Stelle auch zu erwähnen, hat sie gemacht als Einzelhandelskauffrau und Substitutin bei Horten. Ich muss zugeben, ich musste nachgucken. Substitutin ist ein Beruf, zu dem man sich weiterbildet, aufbauend auf einer abgeschlossenen Ausbildung und führt zu einer leitenden Tätigkeit im Warenhandel, sind das Aufgaben im Einkauf und Verkauf und in der Personalorganisation, richtig? So ungefähr. Sie ist Jugendvertreterin, Betriebsrätin, Mitglied im Gesamtbetriebsrat bei dem Kaufhaus Horten gewesen, war Gewerkschaftssekretärin, schlug den Weg ein über die DAG, Deutsche Angestelltengewerkschaft, ÖTV, bis sie Landesbezirksfrauensekretärin bei Verdi wurde und dann weiter Karriere machte. Eine ihrer zahlreichen Funktionen, auch da greife ich heraus, außerhalb dieser Tätigkeiten ist der Aufsichtsrat bei der Bausparkasse, sie ist Mitglied im Aufsichtsrat der Bausparkasse Schwäbisch Hall. Das fand ich doch erwähnenswert angesichts der Quotendiskussion, macht deutlich, es gibt auch schon Frauen in den Aufsichtsräten. Sie erhielt den Barbara-Künkelin-Preis der Stadt Schorndorf 2004, finde ich ganz schön, der Preis für couragierte Frauen. Ich mache es jetzt mal kurz an dieser Stelle. Einer ihrer Schwerpunkte ist die Frauenpolitik bei Verdi und doch, sagt sie selbst, wuchs sie da nur langsam hinein, hatte mit 20 Jahren da noch nichts am Hut damit. Auch diese Bemerkung spannend, denn ich denke, das haben wir heute immer wieder auch mit jüngeren Frauen. Interessant, wie sie dann da zur Frauenpolitik kam. Ich denke, da werden Sie selber mehr dazu sagen. Ich begrüße nun noch Frau Johansen, Marion Johansen, gebürtig aus Karlsruhe. Geschäftsführerin im Arbeitgeberverband Baden-Württemberg und Südwestmetallverband der Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg. Sie studierte Rechtswissenschaften, hat lange Jahre an den Unternehmenspolitiken gerüttelt, so sage ich jetzt, im Blick auf die Möglichkeiten von Frauen, Beruf und Familie zu vereinbaren und ihr Recht auf Karriere. Zum Beispiel hat sie mir auch gesagt, es ist ganz wichtig, das nicht immer alles unter dem Zeichen der demografischen Entwicklung zu formulieren. Frauen sind nicht, das hat ja dann ganz schnell den Beigeschmack, Frauen als Reservearmee, sondern Frauen haben ein Recht auf Karriere. Wichtig ist ihr die Änderung von Haltungen, die Abkehr von Bildern, Frauen als Zuverdienerinnen etwa zum Beispiel, aber nicht nur bei den Unternehmen, sondern auch bei den Frauen selbst. Frauen müssen selber auch was dazu beitragen, daran was verändern.
und sieht da auch die Ausübung des erlernten Berufs als was ganz Wesentliches für die jüngere Generation. Sie bekam die Wirtschaftsmedaille des Landes Baden-Württemberg und eine Tochter. Das war vorher. Ich muss es andersrum formulieren, sie bekam eine Tochter. Okay, sie wurde, ein Posten will ich noch erwähnen, ja gut, der Gag kam trotzdem an. Sie wurde in den Universitätsrat Hohenheim gewählt als Mitglied und ist dort Vorsitzende des Universitätsrats. Frau Meskina kann leider nicht kommen vom Verein Berami. Ich möchte trotzdem kurz sagen, warum die Perspektive uns hier fehlen wird und ich sie leider, liebe Susanne Asche, nicht ersetzen kann. Sie hat eine ganz dezidierte Position, was die Integration von Frauen und Männern mit Migrationshintergrund anbelangt über den Beruf. Und das ist auch der Inhalt von Berami, von diesem Verein, die Beratung, berufliche Orientierung, Möglichkeiten, Rechtsberatung, Anerkennen von Berufen. Aber sie wird, ihre Perspektive wird Ihnen nicht verloren gehen, denn sie versucht es möglich zu machen, nächste Woche zum Vortrag zu kommen, der eben auch im Rahmen ihrer Tage hier angekündigt ist. So, nun haben Sie mich lange genug reden gehört. Ich hoffe, Sie sind noch dabei. Ich möchte die erste Runde starten, wo ich nochmal stärker auf auch die biografischen Erfahrungen eingehe und mit Frau Maisch beginnen. Sie waren Krankenschwester, ein sogenannter Frauenberuf in Gänsefüßchen bitte immer zu nehmen, dann Augenoptikerin, ein Handwerksberuf im Grunde genommen mit ihrem Mann, dann freiberuflich als Coach und Trainerin und Quereinsteigerin in die Politik. Gibt es da einen roten Faden? Mein roter an? Danke. Ja, mein roter Faden ist der, dass ich immer das gemacht habe, was mich interessiert, was mich reizt und wo ich auch ein Stück weit eine Berufung finde. Es war schon sehr früh mein Wunsch, Krankenschwester zu werden. Den Berufswunsch hatte ich schon mit 14 Jahren. Und ich kannte, habe auch meinen Mann sehr früh kennengelernt und wurde dann oft gefragt, warum hast du nicht gleich Optikerin gelernt? Und dann habe ich gesagt, nein, ich wollte mein Berufsziel erstmal durchsetzen und habe dann erst die Ausbildung bei uns im Betrieb gemacht, als wir unseren eigenen Betrieb gegründet haben. Und so bin ich dann durch ein zart gehauchtes Jahr auf einmal zur Unternehmerin geworden. Wir hatten dann auch schon unsere beiden Söhne. Und das ließ sich natürlich als Unternehmerin sehr gut vereinbaren, wenn wir jetzt schon mal dabei sind. Vereinbarkeit, Familie und Beruf, da hat man sicherlich Vorteile zu diesem Zeitpunkt. Und es war dann so, ich war 40, typisches Alter eigentlich, um in die Politik einzusteigen. Da war auch für mich die Frage, was kommt jetzt Neues, was reizt mich, was könnte ich tun? Es war auch die Frage im Raum, ob ich zurückgehe in die Krankenpflege. Und dann wurde ich angesprochen, von Seiten der CDU bei uns für den Gemeinderat zu kandidieren. Warum wurde ich angesprochen? Weil ich Frau war, sie brauchten Frauen auf der Liste. Weil ich Unternehmerin war, sie wollten Unternehmerinnen oder Unternehmer auf der Liste. Und weil wir natürlich einen sehr großen Bekanntheitsgrad in Gaggenau haben, das heißt, die Frau bringt Stimmen. Und deshalb wurde ich angesprochen und habe gesagt, das ist eigentlich genau das, was mir jetzt so in meinen Lebenslauf mit reinpasst. Und ich habe es dann auch sofort geschafft. Ich wurde 2004 bei meiner Erstkandidatur sofort in den Gemeinderat gewählt. Und wenn ich was mache, dann mache ich das immer mit Herzblut und voller Engagement. Und so hat sich dann einfach auch die politische Karriere relativ schnell und gut entwickelt. Vielen Dank. Was würden Sie denn sagen? Ist Ihre Berufstätigkeit jetzt eher Mittel zum Zweck, Arbeit um zu leben oder Berufung? Und welche Ihrer Tätigkeiten? Das ist ja so ein Thema, das auch immer drinsteckt in dem ganzen Arbeitsthema. Ganz klar und eindeutig ist unser Betrieb, unser Augenoptikbetrieb, unser Sehzentrum die Basis meines Lebensunterhaltes. Ich habe dann noch ein Begleitstudium an KIT hier gemacht und die Coaching-Ausbildung. Und das mache ich
mit ganz großer Leidenschaft auch gerade Weiterbildung von Frauen für den politischen Sektor, Frauen in kleinen und mittelständischen Unternehmen. Und da ist es wunderbar, dass ich nicht sagen muss, ich muss das tun, um meinen Lebensunterhalt damit zu verdienen, sondern ich kann das wirklich aus Leidenschaft machen, genauso die Politik. Natürlich gibt mir die Basis unserer Selbstständigkeit auch die entsprechenden zeitlichen Freiräume dazu. Ich habe noch eine Frage. Sie erwähnten, dass Sie im Arbeitskreis Unternehmerinnen aktiv sind und dass Sie das als einen ganz wichtigen Arbeitskreis für sich auch erlebt haben, der Ihnen zur Vernetzung gedient hat. Das ist ja vielleicht nochmal ein wichtiger Aspekt auch für andere, dass Sie da gar nicht erst rein wollten, weil die ganzen Vernetzungskontexte, das kennen viele von Ihnen, bedeuten auch immer mehr Arbeit, noch was. Und Sie haben gesagt, das hat sich aber gelohnt. Auf jeden Fall. Ich war schon lange Mitglied bei den Unternehmerfrauen des Handwerks. Und da muss ich einfach sagen, ich habe bei der Kontaktstelle Frau und Beruf 2003, 2004 ein Coaching erlebt. Das ging über so ein Dreivierteljahr und das war ein ganz toller und spannender Prozess. Und dann wurde ich angesprochen, ob ich den Vorstand übernehme von den Unternehmerfrauen des Handwerks. War aber gleichzeitig gewählt für den Gemeinderat. Und ganz typisch Frau habe ich dann reagiert, boah, jetzt Gemeinderätin und jetzt auch noch Vorstand von den Unternehmerfrauen, das wird doch zu viel. Und dann muss ich sagen, die Anita Beres war damals der Coach gewesen, ich möchte es einfach hier sagen, sie hat gesagt, und du machst es, weil du hast dann Vernetzungen, die nützen dir auf der einen Seite im Politischen, die politischen Vernetzungen kannst du nutzen für die Unternehmerfrauen und dann habe ich wirklich den Sprung ins kalte Wasser gewagt und war dann auch innerhalb kürzester Zeit Vizepräsidentin des Landesverbandes Baden-Württemberg für die Unternehmerfrauen und bin auch so in den Landesfrauenrat gekommen und merke wirklich, wie sich diese Vernetzungen, wie sich der Kreis schließt und wie wichtig das ist, wenn man Ziele erreichen möchte. Vielen Dank. Soweit fürs erste Mal. Gerne Applaus. Ich wende mich jetzt zu meiner rechten Gesprächskollegin, der Frau Breimeyer, zu. Sie haben vor mehr als 3 Jahrzehnten, ich habe gerechnet vor 35 Jahren, Einzelhandelskauffrau gelernt, waren dann Substitutin bei Horten. Und wie fanden Sie den Weg jetzt in die Gewerkschaften? Ich bin einfach Mitglied geworden. Man arbeitet im Betrieb und da gibt es eine Gewerkschaft und da kommt einer und fragt, ob man Mitglied werden will und man sagt, ja, das finde ich jetzt ziemlich normal. Und ich bin dann, ich war diese berühmte Substitutin, das ist nichts anderes als eine stellvertretende Abteilungsleiterin und das war ich dann blutjung und hatte dann eben die Möglichkeit, damals zu dieser Gewerkschaft zu gehen und da nochmal, das nennen das Einarbeitung zu machen oder eben jetzt die typische Warenhauskarriere, die hätte ich gern gemacht, ich hätte es bestimmt auch gut gemacht und war in der Sportabteilung und damals war das so, 1982, dass Horten, was heute niemand mehr kennt, bundesweit keine einzige weibliche Abteilungsleiterin Sport hatte. Das waren alles Männer und deshalb dachte ich mir, das wird wahrscheinlich nichts und bin dann gern zur Gewerkschaft. Ja. Das war gut. Okay. Hat sich ja offenbar auch ausgezahlt. Sie haben es weit gebracht bei der Gewerkschaft. Haben Sie denn die Gewerkschaft da schon offener erlebt im Blick auf Frauen? Also meine DAG, in der ich damals war, die hatte relativ früh eine Frauenquote, was aber nicht wirklich was hieß. Ich erinnere mich an, wenn ich kurz erzählen darf, eine Stellenausschreibung, da suchte diese Gewerkschaft einen Bevollmächtigten der Gewerkschaft in Bonn und in der Stellenausschreibung stand drin, dass auch für die Ehefrau des Bevollmächtigten die Stelle von großer Bedeutung ist, weil Empfänge zu Hause zu geben sind und deshalb sollte dafür interessiert und aufgeschlossen sein. Und dann habe ich mich damals beworben, habe geschrieben, dass ich bedauere, dass das nur sich an Männer richtet und Sie mögen bitte einen qualifizierten, ledigen Kollegen nehmen, weil ich dafür interessiert und aufgeschlossen bin und mich hiermit als Ehefrau bewerbe. Also, so fing es. War großer Spaß. Inzwischen ist es Verdi und Verdi Sie ist hatten jetzt auch, da schon einen Mann? Nee, den hatte ich damals nicht, da war ich noch jung.
Das war nicht der gleiche, der Jünger. Und nun bin ich Verdi und Verdi ist eine Dienstleistungsgewerkschaft und wir haben, ich glaube, wir haben jetzt über 50% Frauen und Verdi hatte das Glück, neu zu sein und viele Gründungsgewerkschaften zu haben und viele Menschen, die da ganz viel wollten und deshalb gab es da im Gründungsprozess viele Kompromisse und wenn die Frauen gegen Verdi gestimmt hätten, gäbe es Verdi nicht und deshalb konnte man auch viel durchsetzen. Es ist die Chance, im Gegensatz zu Gewerkschaften mit ganz alten Satzungen, da muss man irgendwie so zentimeterweise vorgehen und Verdi hat eine lupenreine Frauenquote in der Satzung und zwar immer anteilig zur Mitgliedschaft müssen die Frauen in den Führungspositionen sein. Das ist großartig. Und da, also da kann man einfach gut leben und vor allem überstehe ich solche Podien locker, weil ich immer, wenn ich von anderen Quoten fordere, dann sage ich, wir haben das auch und wir und es geht, tut uns gut. Ja, gut, da sind Sie fein raus. Verdi hat auch Genderbeauftragte etabliert und das sind ja ganz wichtige Zeichen, die damit auch gesetzt werden. Ich möchte Sie nochmal fragen, Sie haben mir gesagt, ich habe eigentlich eher eine männliche Erwerbsbiografie. Wie haben Sie das gemeint? Ich glaube, ich habe es heute noch gar nicht gesagt, aber es ist so. Also ich habe nun mit 16 meine Ausbildung angefangen und jetzt bin ich 55 und ich habe mein Leben lang gearbeitet und ich hatte keine Auszeiten, weil ich keine Kinder habe. Und ich finde es relativ leicht, ohne Kinder dann in der Struktur, die Quotenregelungen hat, dann auch Karriere zu machen. So, ich bin auch gut, aber trotzdem hat da viel auch geholfen. Und ich habe auch gesehen, die Generation Frauen vor mir in der Gewerkschaft, da gibt es Namen Monika Wolf-Mattis, Ursula Engeling-Käfer und so, das sind alles Frauen, die dann ein Kind haben. Also die haben keine fünf und die haben keine drei, die haben ein Kind und dann hat man da auch schon früh Tagesmütter und dann kriegt man das gut organisiert. Das heißt, so Frauen wie wir und ich auch, die ich keine Kinder habe und mit der Pflege sowohl von Eltern wie Schwiegereltern haben wir das relativ gut organisiert gekriegt. Ich habe vier Geschwister und so, das haben wir alles ordentlich hingekriegt. Das heißt, ich hatte da keine Ausfallzeiten. Und dann ist es leicht, abends da zu sein und am Wochenende da zu sein und dort zu sein, wo man nur irgendwie ein Glas Wein trinkt und was abkaspert. So. Und wir haben in Verdi natürlich auch wir haben auch ein Mentorinnenprogramm und meine Mentee ist eine junge Frau, die ist jetzt Mitte 30, die hat drei Kinder, 1,7, 1,5, 1,3 und mit ihr habe ich verabredet, dass sie was werden muss in dieser Gewerkschaft, weil erst wenn solche Frauen wie sie mit drei oder was weiß ich, wie viel kleinen Kindern, wenn die das schaffen, erst dann haben wir wirkliche Gleichberechtigung und sie ist nun jetzt vor ein paar Wochen gewählt worden als stellvertretende Landesbezirksleiterin in Hamburg. Das heißt, sie ist auf einem richtig guten Weg. Und ich denke, ja, ich tauge nicht als Vorbild. Schon, ich habe immer freche Gosch und so, aber ich bin im Grunde genommen bin ich diejenige, die Frau ein schlechtes Gewissen macht, nach dem Motto, die schafft es auch und warum kriege ich das nicht hin? Und dann die Probleme individualisiert. Und das ist Quatsch. Die Rahmenbedingungen müssen stimmen und die müssen hergestellt werden. Und deshalb muss die Frauengeneration, also unsere Frauengeneration, wie wir hier sitzen, wir müssen nach den Nächsten gucken, dass die gut nachkommen können in ihren Lebenssituationen, die nicht vermännlichte sein dürfen, weil sonst schaffen wir es nie. Es müssen die Frauenrahmenbedingungen auch berücksichtigt werden. Vielen Dank. Sie sehen, es gibt bei jeder einzelnen dieser Gesprächspartnerinnen hier die Möglichkeit, Stunden zu füllen und ich bin auch versucht, da immer weiter nachzuhaken. Diese Form der Selbstreflexivität ist, glaube ich, durchaus beispielhaft und ein Vorbild für jüngere Frauen, nämlich genau zu sagen, ich habe den Werdegang und du musst nicht den gleichen haben und das hat mit bestimmten Bedingungen zu tun, Rahmenbedingungen und das macht uns auch hier aus. Sie hatten nichts mit Frauenpolitik am Hut und wie kommt es, dass Sie dann trotzdem da tätig wurden? Naja, ein Satz. Zwei Sätze. Ich habe einfach die Benachteiligung gesehen und du guckst, warum verdient der Verkäuferin so viel und warum verdient der Metallarbeiter so viel, warum haben Frauen so wenig Rente, warum haben Männer so viel Rente, dann gehst du in die Analyse und dann bist du sofort Feministin. Vielen Dank, Frau Marco. Ich habe es vorhin gesagt, Sie waren Pionierin oder sind Pionierin im deutschen Rap. Sehr bekannt geworden als Cora E. Was war Ihr Antrieb? Was hat Sie motiviert?
Das kann ich so gar nicht sagen. Ich bin da eigentlich hineingeschlittert. Also ich habe, denke ich mal, als Kind und junge Frau was gesucht und auch viel probiert und bin eigentlich durch einen großen Zufall in diese Hip-Hop-Kultur gekommen, wo Rap ja ein Teil von ist, und kann aber mich nicht daran erinnern, wie es dazu gekommen ist. Also es ist einfach so passiert in meiner Jugend, dass ich über Graffiti-Sprühen, wo ich quasi diese Kultur Hip-Hop kennengelernt habe, mich versucht habe, da auch diesen Namen Cora herbekommen habe. Das ist ja, Graffiti ist ja illegal, also eine illegale Aktion. Und ich bin also in den frühen 80er Jahren, als das quasi nach Deutschland kam, da auch aktiv gewesen. Und man kann seine Bilder ja nicht mit seinem bürgerlichen Namen unterschreiben und brauchte da ein Pseudonym. Und so kam das eigentlich zustande. Ich habe nicht sonderlich viel Talent gehabt im Graffiti-Sprühen, aber habe diese Kultur halt geliebt und wollte Teil dieser Kultur sein. Habe dann auch, also diese Kultur besteht ja aus vier Elementen. Das ist der Breakdance, das ist Graffiti, das ist Rap und das ist das DJing. Und habe dann auch mich im Breakdance versucht, habe auch mal einen Wettbewerb gewonnen, Mitte der 80er Jahre im Breakdance, aber war auch da nicht so, dass es mir gereicht hat. Also ich war nicht eine der Besten und kam dann eigentlich zum Rap, eher zufällig, und habe da gemerkt, dass ich anerkannt wurde und habe da weitergemacht. Ja. Das Stichwort Anerkennung ist auch deutlich geworden. Es gibt einen Film über Sie und zwei weitere Rapperinnen. Will einmal bis zur Sonne gehen, heißt er, von Petra Meusnest. Und da sagen Sie und auch die anderen, es war einfach ein gutes Gefühl, mal ein Schulterklopfen zu kriegen, anerkannt zu sein über den Rap. War das sonst für Sie als Frau nicht erlebbar, als junge Frau? Weniger erlebbar? Also ich habe diesen Unterschied Frau und Mann zur damaligen Zeit nicht wahrgenommen. Also es ist heute ganz anders. Das ist ganz klar, wenn man heute... Im Rap jetzt, im Hip-Hop. Im Rap. Also Rap ist ja nur ein Teil von dieser Kultur. Und im Rap ist es als Frau heutzutage eine ganz andere Geschichte, als wie ich es damals erlebt habe. Also ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht. Ich bin eine Frau, kann ich auch rappen? Das war überhaupt gar nicht Thema. Für mich ging es, kann ich reimen, kann ich den Rhythmus hören, kann ich Texte schreiben und kann ich performen, kann ich rappen und bin ich gut darin? Das, denke ich mal, habe ich jetzt nicht dieses Schulterklopfen von Frauenseite her als Frau, sondern als Mensch. Also was auf die Beine zu stellen, was zu machen, aktiv zu sein, an was zu glauben, zu träumen und es machen zu können. Ja, man braucht ja, um das zu machen, eigentlich keine großen Fertigkeiten. Also ich kann kein Instrument spielen. Ja, man nennt mich Musikerin. Ich bin gar keine Musikerin. Ja, ich bin eigentlich Aktivistin in einer Kultur und habe dieses Rappen für mich genommen als Sprachrohr, um zu reden. Aber wie gesagt, das hat mich halt so fasziniert. Man braucht eigentlich keine Instrumente, keine Stellen, wo man hingeht, um etwas zu lernen. Man bringt sich das selber bei. Das hat mich damals so fasziniert. Es einfach machen zu können. So für mich alleine in meinem Kinderzimmer mit meinem Kassettenrekorder. Das war für mich das Spannende an der Sache. Sie haben das gerade noch mal so betont. Das ist was ganz anderes heute. Immer wieder wird es auch thematisiert, wird es auch im Internet deutlich, dass es sehr viel Frauenfeindlichkeit auch in der Hip-Hop-Szene, was jetzt ein riesen Sammelbegriff dann wiederum ist, im Rap gibt, aber auch homophobe Texte sehr, sehr häufig vorkommen. Und Sie haben gesagt, ich habe das damals gar nicht so, ich habe es nicht erlebt, dass ich jetzt als Frau was, ne, da besonders es gab war. Und Sie waren die einzige Frau gleichzeitig. Ja. Es gab damals nicht diese Klassifizierung. Okay. Oder es gab das Wort Frauenrap gar nicht. Das ist ein Wort aus den 90er Jahren. Es war Rap. Ja.
Aha. Ja, das war so, ich bin MC Cora gewesen und die Männer hießen MC so und so. Heute heißt es DJane. Okay. Ja, da wird, und da, früher war auch eine Frau ein DJ. Aha. Ja, das waren DJs, das ist alles neu. Aha. Und ich sag auch ganz klar, wenn ich jetzt heute noch mal 16 wäre, würde mich dieses Thema Rap überhaupt gar nicht interessieren. Ich würde es furchtbar finden wahrscheinlich. Wahrscheinlich wie die meisten jetzt hier. Es hat ganz anders angefangen. Es war keine Frage der Geschlechter damals. Es war eine Frage der Freundschaft, des Zusammenhalts, des Miteinander Dinge unternehmen, miteinander kreativ sein. Das war das, was wichtig ist. Eigentlich haben mich erst die Medien darauf gebracht, die mich damals dann anfingen zu fragen, ja, hat man es als Frau nicht besonders schwer im Rap? Gut, da war dann natürlich meine Antwort, nein. Also da habe ich eigentlich erst angefangen, mir darüber Gedanken zu machen. Heute wäre das nicht mehr möglich. Also ich glaube auch, ich weiß, dass es so ist, im Rap heutzutage, und ich benutze dieses Wort Rap ganz bewusst, im Hip-Hop ist das was ganz anderes. In den anderen Sparten der Kultur, Graffiti, Breakdance, DJ nicht so, aber im Graffiti und Breakdance werden Frauen nach ihrer Power beurteilt. Was haben die für Steps, was haben die für Moves, was haben die für einen Style und Skills? Danach wird beurteilt und nicht für eine Frau ist das super gut. Also das gab es auch bei mir damals nicht. Und heute gibt es das aber. Und wie gesagt, heute ist Rap eine Sache, da könnte man ein ganzes Frauen-Rap und Frau und so weiter. Also mich hat es abgeschreckt, ich hätte da gar keine Lust zu gehabt. Ja. Also ich wollte nicht kämpfen, mich als Frau irgendwie, und deswegen rap ich. Heute wäre es vielleicht so. Ja. Ich kann es nicht beurteilen, vielleicht müsste man da die jungen Frauen fragen, die jetzt in diese Szene reinkommen. Ich habe da gar keinen Einblick mehr rein. Ja. Aber bei mir oder bei uns damals war das einfach nicht Thema. Ja, im Internet lässt sich nur verfolgen, dass es junge Rapperinnen gibt, die sich den testosterongesteuerten Texten entgegensetzen und eben versuchen, da was entgegenzuhalten. Und es ist ja, es gibt ja auch einen Grund, weshalb Sie auch gesagt haben, ich höre auf. Vielleicht wollen Sie da auch nochmal oder haben... Ja? Ja, also ich habe es ja 20 Jahre gemacht, ja. Und es kamen dann auch die Kinder und dann war das auch meine Jugend und dann war das auch vorbei, dann war auch gut damit. Dann war es aber auch so, dass ich doch wieder so ein bisschen angefangen habe und gedacht habe, okay, ich mache jetzt einfach nochmal ein Album, so als Idee, das kam dann super an und Cora E. Comeback und so weiter und so fort. Und dann habe ich meinen ersten kleinen Song aufgenommen mit jemandem und... man muss da ein bisschen ausholen. Habe eigentlich zum ersten Mal so diese YouTube, ich habe ja lange davor nichts gemacht, viele, viele Jahre. Und dann, da gab es diese ganze YouTube-Sache, dieses Anonyme, eigentlich noch gar nicht. Und dann habe ich ein Lied gemacht und dann auf einmal hat es also auf mich eingedonnert. Also mir blieb die Spucke weg, das war ich überhaupt nicht gewohnt. Es hieß dann, die sollen ins Altersheim gehen und Frauen-Rap und MILF und ich so und so, ja, ich kann es dir gar nicht sagen und so weiter und so fort. Das war für mich so, bitte? Das war also völlig unglaublich für mich, dass ich sagte, nee, sorry, also ich muss hier nichts beweisen und ich muss gar nichts und ich gehe lieber mit meinen Kindern in den Zoo und habe eine gute Zeit und kümmere mich darum, da habe ich keine Lust zu. Und habe im Prinzip das Comeback gecancelt. Ja. Weil ich einfach da keine Lust zu hatte. Ja, aber das macht vielleicht auch nochmal was deutlich an der Stelle, wie eben so unter dem Einfluss auch von Internet, neuen Medien nochmal ein ganz anderes Gewappnetsein auch da sein muss. Es ist anonym, ja? Das kannte anonym, ich nicht. Genau. Ich hatte meine Fans, waren ja. Mir Auge um Auge, wir waren zusammen, wir haben Partys gemacht. Ich kannte mein Publikum und das kannte ich nicht mehr, das Publikum. Es ist ja ganz leicht, anonym zu urteilen und Kommentare abzugeben. Und das geschah dann somit durch YouTube. Und das war ich einfach nicht gewohnt. Und ich habe nicht diesen Kampfgeist gehabt oder diesen Trieb, mich noch beweisen zu müssen, ja. Dass ich es halt einfach gelassen habe. Ja, ich denke, das ist auch wichtig zu sagen, es gibt auch verschiedene Lebensphasen. Und an der Stelle auch nochmal deutlich zu benennen, deswegen finde ich es auch toll, dass Sie es gesagt haben, es gibt eine Form von Diskriminierung, da verschränken sich Zuschreibungen zu Geschlecht mit Alter,
die Frauen ganz deutlich immer wieder erleben und natürlich auch noch andere Zuschreibungen. Und das scheint eben oder ist klar in der Szene auch stark zu sein. Wichtig ist mir noch, was Sie gesagt haben, es hat ja auch viel, also in Ihrem Song zum Beispiel Schlüsselkind, den Sie heute Abend auch noch singen werden, haben Sie ja ganz viel biografisch auch bewältigt. Also da konnten Sie ganz vieles auch für sich aufarbeiten von Ihrer Geschichte. Weiß nicht, wollen Sie da noch eins weisen? Unbewusst wahrscheinlich. Ja, und wir ganz haben uns darüber unterhalten und Sie sagten, es war wohl heute so. Ja. Fast 20 Jahre später, wenn ich das höre, denke ich, um Gottes Willen, was erzähle ich da? Ja, das geht gar nicht. Also ich erzähle aus tiefsten familiären, intimen Dingen, wo ich eigentlich, ja, ich werde den Song trotzdem performen, heute noch, aber ich hätte heute mit meiner Erfahrung und Erwachsenheit, ich hätte es meiner Mutter und meinen Eltern niemals angetan, so autobiografisch einen Song zu machen, also das ist schon ein starkes Stück. Die sind mir nicht böse und es ist ja auch alles nicht schlimm. Es ist ja alles im Prinzip positiv, aber es ist schon sehr intim und deswegen unbewusst, muss ich sagen. Unbewusst habe ich sicherlich viel verarbeitet. Ja, vielleicht nur kurz zum Hintergrund. Sie kamen als Scheidungskind aus Kiel nach Heidelberg, da in den Wohnblock mit Ihrer Mutter. Ich kam von Sylt, von der Insel Sylt nach Kiel. Ja. Genau. Und verarbeiten da auch die Scheidung der Eltern. Okay. Vielen Dank. Auch hier könnten wir noch ganz vieles biografisch weiter vertiefen. Ich komme nun zu Frau Johansen und frage Sie, viele Frauen gehen heute immer noch leer aus bei der Verteilung von Führungspositionen. Also wir kennen ganz unterschiedliche Zahlen, trotz Bundesgleichstellungsgesetz und sonstigen Initiativen im Blick auf die Unternehmen zur Umsetzung von Chancengleichheit. Da gibt es Zahlen, 30% Frauen in Führungspositionen im Durchschnitt, mindestens im mittleren Management sind es 15%. Im Top-Management wie in den Vorständen 3%, Aufsichtsräten 10%, so ungefähr. So. Sie sind jetzt eine von denen, die in Führungspositionen gekommen sind. War das Zufall, Glück, Verdienst? Womit hängt es zusammen? Also ich glaube, ich bin nicht hineingekommen, sondern das war eben eine ganz normale Arbeit. Ich habe nach dem Abi am Max Planck in Rüppur Jura studiert, erstmal in Mannheim und Frankfurt und Bonn und Referendarzeit in Hessen, weil ich damals schon verheiratet war. Ich habe mit 20 geheiratet, brauchte noch die Erlaubnis meiner Eltern. War aber nicht so, dass ich heiraten musste, was meine Grundschullehrerin meinte. Nein, also unsere Tochter kam dann sehr viel später, nämlich nachdem das ganze juristische Thema abgehandelt war mit beiden Staatsexamina und ich schon mal 4 Jahre gearbeitet habe im Verband der Metallindustrie Baden-Württemberg, so hieß der Arbeitgeberverband damals. Und ich habe da ganz normal angefangen, gut im Bereich der Tarifpolitik. Da gab es dann eine heftige Auseinandersetzung 1984, als es um die 35-Stunden-Woche ging. Da hatte ich allerdings schon mit meinem Mann zusammen unsere Tochter. Und dann dachte ich, ich hoffe mal sehr, wenn die mal so weit ist mit ihrer möglicherweise beruflichen Aktivität, dann sieht das ganze Thema anders aus. Und Sie sagten so vorhin im Vorspann, ich habe die Unternehmen revolutioniert oder wie auch immer. Es waren nicht die Unternehmen, sondern es waren einfach die Strukturen. Denn als erste Frau in der Geschäftsführung des Verbandes der Metallindustrie bin ich natürlich... Und es war sehr vorausschauend von meinem damaligen Hauptgeschäftsführer, denn es war der erste Verband in der Bundesrepublik, auch mit dem Thema versehen worden, Familie und Beschäftigung, Frauen und Beruf. Und da kam ich dann in Diskussionen und das hat natürlich auch damit zu tun gehabt, dass man auch politisch natürlich ein bisschen engagiert war. Ich war dann mal später im Gemeinderat der Stadt Stuttgart für eine Wahlperiode. Es kam dann dazu, dass man eben vor Infrastrukturen gestellt war, 9:30 bis 11:30, Kindergarten, keine frühkindliche Kinderbetreuung, dann dachte ich mir, mein Gott, wie soll denn da eine Frau, die ein Kind hat, zumindest eins oder mehrere, oder
an Männer war damals noch gar nicht zu denken in diesem Zusammenhang. Wie sollen die denn wirklich mal betrieblich arbeiten? Wie sollen die überhaupt arbeiten in ihrem Beruf? Und wir haben ja, und ich bin mit der Frau Breimer ja schon ganz lange an dem Thema dran, dass wir eben den Mädchen und den jungen Frauen sagen, Mensch, macht eine anständige Ausbildung, schaut, dass ihr auf beiden Beinen stehen könnt. Also macht nicht nur die Ausbildung, heiratet dann, wie es vielleicht mal vor langer Zeit der Fall und die übliche Geschichte war, sondern bleibt in eurem Beruf. Und heutzutage muss ich sagen, bleibt noch länger dabei, denn wenn ihr jemals dieses Unterhaltsrecht erleben dürft, weil ihr vielleicht geschieden werdet, ja, dann seht ihr ganz alt aus auf einmal. Denn dann müsst ihr nach einer gewissen Zeit eben schauen, dass ihr wieder einsteigt in den Beruf und dann ist der Zug vielleicht schon abgefahren. Und deswegen habe ich mich also damals schon ganz heftig dafür verkämpft, A, längere Öffnungszeiten von Kinderbetreuungseinrichtungen und B, und das war ein bisschen revolutionär im Verband, denn mein Hauptgeschäftsführer hatte damals schon einige Schreiben bekommen, ja, was ist denn das? Das ist ja fast sozialistisch, wenn diese Frau, auch von Frau Schulz-Hector, der damaligen Kultusministerin, fordert, ja, schafft doch bitte, wenn ihr die Frauen gut ausbildet, in der dualen Ausbildung oder in der akademischen Ausbildung, wenn ihr sie studieren lässt, schafft doch dann bitte diese Kinderbetreuungsinfrastruktur, die wir brauchen, damit wir dann auch wirklich arbeiten können. Denn von 9:30 bis 11:30, no way, das ist fast so wie 9 to 5, also wir brauchen einfach da vernünftige Regelungen. Und da habe ich mich eigentlich immer heftig dafür verkämpft, da sind wir jetzt in Trippelschritten und in Schneckentempi weitergekommen und ich meine, ich gehöre derselben Partei an, da bin ich zwar in Karlsruhe mal ausgetreten, weil ich damals, als ich ganz jung war, gedacht habe, nein, ich lasse mich doch nicht missbrauchen zum Plakate kleben und die Jungs, die sitzen in den Posten im Vorstand. Also gut, später bin ich dann wieder quer eingestiegen in Stuttgart und kam dann auch gleich in den Gemeinderat. Aber man muss einfach sehen, es ist schon ein Stück Weg, das wir zurücklegen müssen und die Unternehmen, es war für mich immer das Credo, das sind nicht die Unternehmen, die für Kinderbetreuung sorgen müssen, sondern es ist der Staat, den wir zahlen alle Steuern und auch die Unternehmen zahlen Steuern. Und warum müssen Unternehmen, die hier auf dieser Seite des Rheines arbeiten und produzieren, warum müssen die Kinderbetreuungseinrichtungen schaffen und auf der anderen Seite im Westen, in Frankreich, da gibt es die Crèches. Und zwar unternehmensunabhängig. Das ist ja irgendwo eine Verzerrung des Wettbewerbes. In der Zwischenzeit haben unsere Unternehmen und nicht nur die großen, sondern auch kleine und mittlere, die ich so überschaue in Baden-Württemberg, die wollen attraktive Arbeitgeber sein, weil es eben mit der Kinderbetreuungsinfrastruktur, das heißt im ersten Bürgermeister hier in Karlsruhe nichts Neues, bei uns in Stuttgart ist es ein ähnliches Problem, das gibt einfach nicht genügend und deswegen möchte man, wenn man als attraktiver Arbeitgeber auf den Markt geht und die immer geringer werdenden jungen Leute an sich binden möchte, muss man natürlich schauen, ich muss was tun. Und da gibt es eben Verbünde und es gibt alle möglichen kreativen und innovativen Lösungen. Also auch hier Michelin beispielsweise oder Michelin, wie Sie in Karlsruhe sagen. Eine gute, ja, das ist so ein kleiner Kulturunterschied. Die Franzosen sagen dann immer Michelin, aber die Hiesigen sagen Michelin. Jedenfalls, die tun was zusammen mit der Stadt und das finde ich gut. Und wir müssen ja aber vor allem, und das sagten Sie ja auch schon, wir müssen an dem Mindset arbeiten. Denn es gibt eben immer noch diese aus meiner Sicht unglückseligen Fragen an junge Frauen, die da gerade Kinder bekommen. Ja, machst du eine Babypause? Ich finde diese Frage nicht zulässig, denn das sollte jeder für sich entscheiden. Freiwillig und jede Frau, jeder Mann, jedes Pärchen, das ein Kind bekommt, das sollte für sich aushandeln, was für diese Familienkonstellation am besten ist. Ob man eine Kita bekommt, einen Kita-Platz, ob man eine Kinderfrau nimmt, eine Tagesmutter, ob man die Großmutter aktiviert, was manchmal nicht möglich ist, weil die Großmütter auch noch bis ins hohe Alter arbeiten, oder den Großvater. Aber jedenfalls müssen wir einfach diese Entscheidung den jungen Leuten überlassen, aber sie gleichzeitig motivieren, nicht nachzulassen, nicht auszusetzen, sondern am Ball zu bleiben. Denn es ist einfach heikel, wenn man aussetzt. Und das sage ich jetzt nicht als Juristin, denn
Ich kenne auch diese Biografien von Kolleginnen, die 10 Jahre draußen waren. Sie waren im Staatsdienst, konnten 10 Jahre aussetzen und kamen dann wieder rein. Und dann durften sie plötzlich Familienrichterin spielen. Und das Familienrecht war in toto neu reguliert und novelliert. Und dann mussten sie sich mal wirklich mit Kerner Arbeitsimpetus wieder dran setzen. Was Sie gerade ja deutlich machen, ist, dass Sie aus eigener biografischer Erfahrung auch nochmal dieses Thema Vereinbarkeit, Familie und Beruf eingebracht haben. Sowohl in Ihrem Verband als auch dann im Blick auf die Notwendigkeit zum Beispiel kommunaler Kinderversorgung. Ich denke, das ist nochmal was ganz Wichtiges, dieses, ich muss es vielleicht manchmal auch selber erfahren, um dafür eine Offenheit zu haben und daraus auch eine politische Strategie und Aktion zu entwickeln. Und Sie machen deutlich, es hat mit den Rahmenbedingungen zu tun. Frankreich hat andere Rahmenbedingungen als wir hier in Deutschland, was jetzt das zur Verfügung stellen von Kindertagesplätzen anbelangt wie hier. Also hier fahren wir ja eher zweigleisig. Ne? So. Wenn ich mich recht entsinne, waren Sie mit aktiv 2001 bei dem Wettbewerb des Wirtschaftsministeriums Familienfreundliche Betriebe. Kann das sein? Oder Sie beide sogar, weil Sie sich gerade so also angucken? Wir waren schon zusammen da unterwegs. Aha. Und haben die Firmen besichtigt. Ich war dann zeitweise auch mal Vorsitzende dieser Jury. Das war damals der erste Wettbewerb überhaupt in der Bundesrepublik. Der war in Baden-Württemberg, dieser Frauen- und familienfreundliche Betriebswettbewerb. Irgendwann haben wir ihn dann eingestellt. Auf Bundesebene ist er dann immer weitergelaufen. Ja, wir haben dann Unternehmen besucht, die aus eigener Kraft es geschafft haben, den Frauen zu helfen. Ich denke jetzt mal an ein schwäbisches Unternehmen, Marquardt Rietheim Weilheim. Der alte Jakob Marquardt, stellvertretender ehrenamtlicher Bürgermeister in seinem Örtle da, im Schwäbischen, der sagte mir, wissen Sie, ich habe mich für meine Frauen eingesetzt und ich habe die Kinderbetreuung, die Kindergartenöffnungszeiten so gestaltet, habe es meinem Bürgermeister gesagt, meine Frauen, die sollen nicht in Stress geraten. Also wird der Kindergarten so geöffnet, wie wir es brauchen. Ich meine, das ist vielleicht ein Beispiel aus alter Vorzeit. Heutzutage haben wir ja ganz andere Herausforderungen. Aber man muss sich permanent dafür einsetzen. Und ich meine, wir sehen auch bei manchen Unternehmen, die sogar eigene Grundschulen haben. Denn das Thema ist ja leider Gottes mit dem Thema Kindergarten nicht vorbei. Dann kommt die Grundschule und dann haben sie denselben Ärger, den wir vor 30 Jahren hatten mit den kurzen Zeiten. Ja, mit dem Thema keine Kinder kriegen, dann es ist auch für die Sozialisierung der Einzelkinder beispielsweise ganz gut, wenn sie im Verbund in den Kindertagesstätten zusammen mit anderen aufwachsen. Okay. Zu meiner Zeit hat man oft vorgeworfen, ja, das sind ja DDR-Methoden. Wir sind in Deutschland leider Gottes eines der wenigen Länder, das diesen Luxus sich überhaupt noch leistet. Wir haben in Spanien eine ordentliche Kinderbetreuung, wir haben in allen europäischen Ländern und darüber hinaus eine unglaublich gute, flächendeckende Ganztagskinderbetreuung. Und das schadet den Kindern nichts. Sie machen eine wunderbare Überleitung zur nächsten Runde. Nämlich, jetzt geht es noch mal ein bisschen ums Resümieren der aktuellen Entwicklung. Und zwar, wo sehen Sie Erfolge? Wo hat sich Ihrer Meinung nach schon was positiv entwickelt im Blick auf das Thema Arbeit und Leben für Frauen, gerechtere Arbeitsbedingungen, gute Lebensbedingungen für Frauen? Welche Erfolge sehen Sie aus Ihren Bereichen zum Beispiel? Ganz konkret 2, 3 Aspekte. Darf ich mal gerade Frau Breimeyer bitten? Woran machen Sie Erfolge fest? Was sagen Sie, was haben Sie erreicht? Ganz persönlich oder jetzt allgemein? Auf Verdi bezogen, auf Ihren Arbeitgeber bezogen und dann vielleicht noch ein allgemeineres. Gut, also die Quote haben wir gehabt. Ich denke, dass auch jede Art von Arbeitszeitverkürzung den Frauen zugutekommt, weil je länger die formalen Arbeitszeiten sind, desto kürzer sind die Arbeitszeiten der Frauen. Und die Kinderbetreuungsgeschichte, die finde ich großartig, aber die Wahrheit ist natürlich auch, selbst wenn wir irgendwie von morgens um 6 bis abends um 6 offen haben, haben wir trotzdem nicht berücksichtigt die Kinder der alleinerziehenden Busfahrerin, der Krankenpflegerin, alle, die da irgendwie den Frauen, die da
in Stuttgart beim verkaufsoffenen Samstag bis nachts um 12 rumtoben müssen. Also das ist irgendwie auch immer alles nur ein Problem. So, aber Arbeitszeitverkürzung kommt immer auch den Frauen zugute, weil dann auch die Männer mehr Zeit haben, sich auch um die Dinge zu kümmern. Und gut, das ist mal sehr allgemein. Jetzt im Speziellen die Frage, was man so erreicht hat. Also ich persönlich finde es großartig, dass wir die zum Beispiel Unisex-Tarife bei Versicherungen haben. Und ich hatte einen sehr persönlichen Erfolg, als die Schröder-Regierung damals bei der Europäischen Union sich zum Thema Unisex-Tarife, die wollten dagegen stimmen als einziges Land. Und es war Einstimmigkeitsgebot. Und jetzt war, sagen wir, ich war damals beim DGB und es war so, dass wir da nicht eine richtige Beschlusslage hatten und es hat pressiert und wir haben Geld braucht. Dann habe ich mich mit einer Freundin zusammengesetzt und wir haben dann eine Aktion uns ausgedacht, die da hieß Tag der Abrechnung und wir haben gedacht, Unisex-Tarif, das blickt kein Mensch, wenn du da anfängst und da haben wir das runtergebrochen auf die Riester-Rente und haben gesagt, wenn du ein Zwillingspaar hast, Mann und Frau und die wollen am Ende des Tages die gleiche Rente kriegen, dann muss die Frau irgendwie 8.300 Euro und 12 Cent da mehr einzahlen. Und dann haben wir Postkarten gemacht an Schröder, bitte überweis mir die 8.300 Euro, die Zahl stimmt jetzt genau, also einfach irgendeine Zahl, überweis mir das Geld oder stimm da in Brüssel zu. Das haben sie dann nicht gemacht am Ende, sie haben sich enthalten, aber damals haben die dann Unisex-Tarife bei der Riester-Rente eingeführt und da dachte ich, upsala, geht doch. So, also inzwischen haben wir Unisex-Tarife, aber ich glaube einfach, wenn man irgendwie konkret wird und die Sachen benennt, dann kommt man da auch nicht, also dann kann man schon auch was erreichen. Das ist so meine Erfahrungswelt und manchmal musst du wahnsinnig dicke Bretter bohren und manchmal brauchst du die Einzelbeispiele. Wir unterstützen gerade eine Frau an der Uni Stuttgart, die ist Schreinermeisterin und lehrt da Materialkunde und die hat einen Kollegen nebendran, der verdient ein paar hundert Euro mehr im Monat, hackt's oder was. So, und dann hat sie verloren, erste Instanz, zweite Instanz und jetzt hängen wir da beim Bundesverfassungsgericht hängen wir sogar rum, weil Bundesarbeitsgericht hat es irgendwie nicht angenommen. So, und das heißt, da muss ich einfach machen, machen, machen. Und dann gibt es doch viele kleine, feine Beispiele. Ja, gut, da sind wir dann schon wieder bei den Ärgernissen. Jetzt schön, dass es auch Erfolge gibt und auch auf kreative Art und Weise manchmal ein Erfolg, wie Sie es jetzt gerade geschildert haben im Blick auf die Unisex-Tarife. Frau Maisch, was würden Sie sagen, wo war der Landesfrauenrat erfolgreich, wo würden Sie Erfolge sehen, die jetzt schon mal umgesetzt sind? Wenn ich an die Wahlprüfsteine, die wir zur Landtagswahl 2011 aufgestellt haben, da war auch mit drin die Quote, die jetzt umgesetzt ist und ich durfte dieses Jahr auch in Berlin sein zum Internationalen Frauentag, als dann die Quote abgestimmt wurde, das war dann schon ein sehr gutes Gefühl. Der Mindestlohn stand bei uns ganz groß auf der Tagesordnung, auch da sind ja jetzt inzwischen die Ergebnisse liegen vor. Es gibt viele Bereiche, wir haben uns letztes Jahr sehr stark eingesetzt mit dem Thema Prostitution. Das war bei uns wirklich so ein Jahresthema. Auch da haben wir uns um die Frauen gekümmert. Wir haben viel angestoßen. Hier warten wir natürlich noch auf die Umsetzung. Aber durch Anstoßen, es wurde vorhin mal gesagt, das Schneckentempo ist leider im Thema Frauenpolitik immer noch gegeben und ich sag mal, bis wir die paritätische Besetzung in den Parlamenten haben werden, wenn es so weitergeht wie bisher, dürften wir noch circa jetzt schon wieder beim 150 Jahre brauchen. Beim nächsten. Genau. Also das sind gerade noch ein bisschen auf die kleinen Erfolge. Ja, also da sind wir jetzt schon ganz froh, dass zum Beispiel das Thema Prostitutionsgesetz jetzt nochmal in vielen Bereichen auf die Tagesordnung gehoben wurde. Auch durch unsere Aktivitäten zum Thema Veränderung des Landeswahlrechts. Es ist noch nicht da, aber wir haben Anstöße gebracht. Das ist sicherlich mal ein ganz wichtiger Punkt. Dann, wenn man mal das Thema Hausangestellte nimmt, da sind wir dran, Anstöße und Impulse zu geben, Gleichberechtigung hier. Natürlich Kinderbetreuung ist gar keine Frage. Das ist eine ganz große Errungenschaft. Jetzt geht es natürlich weiter. Okay. Thema Care-Verantwortung zum Beispiel. Ja, das heißt auch jetzt im Sinne von Aufdecken, Thematisieren auch von bestimmten Themen.
Ich habe das ja eingangs auch gesagt, das kann nicht immer bedeuten, da gehören eben mehrere Faktoren zusammen, dass immer gleich was auch schon erledigt und umgesetzt ist, sondern tatsächlich auch mal was aufgedeckt wird als Thema, das vielleicht auch schmerzt. Gerade als Ergänzung, dieses Jahr haben wir das Thema Frauengesundheit als Jahresthema. Also auch hier werden wir gerade jetzt am 24. haben wir unseren Delegiertentag und Informationstag uns mit dieser Thematik beschäftigen und dann auch wieder mit Resolutionen Anstöße geben. Wichtiges Thema im Blick auf gesunde Arbeit, gesundes Leben, gutes Leben. Frau Marco, wo würden Sie denn sagen, wo sehen Sie Erfolge im Blick auf Frauen, Arbeit, Leben? Was sehen Sie aus Ihrer Perspektive, hat sich vielleicht auch positiv entwickelt? Sie nehmen ja jetzt nicht so eine Position als Vertreterin einer Partei, eines Netzwerks, das dezidiert sich mit den Themen beschäftigt, ein, sondern eher als diejenige, die Familie, Beruf vereinbaren muss und so weiter, Arbeitnehmerin ist. Was erleben Sie? Was ist da vielleicht erfolgreich? Also ich glaube, jeder Tag, wo ich glücklich bin und zufrieden bin mit meinem Haus, mit meinen Kindern, mit meiner Arbeit und keine Sorgen habe, ist ein großer Erfolg. Und ich habe nie einen Plan gehabt und auch nie große Ziele. Da will ich hin, wo ich jetzt heute sagen kann, das habe ich erreicht. Ja, ich wollte als Jugendliche mal eine Platte machen. Das habe ich erreicht. Das ist aber auch lange wieder her. Ich kann heute nur sagen, Erfolg ist für mich, oder Erfolg in Anführungsstrichen, ist einfach keine Sorgen und Ängste zu haben, was die Existenz angeht, was der nächste Tag angeht, das nächste Jahr. Ich habe einen super Arbeitgeber, ich habe einen super Job, muss ich sagen. Auch da kann ich gar nicht sagen, wir haben eigenen Kinder, den habe ich aber nie in Anspruch genommen. Der hat wirklich, deckt alle Schichten ab, außer die Nachtschicht. Aber die muss eine Frau bei uns auch nicht machen, wenn sie nicht möchte. Eigenen Kinder? Kinderbetreuung, Uniklinik intern. Und ich konnte immer arbeiten, wie ich wollte. Mir wurde da überhaupt nicht ein einziger Stein in den Weg gelegt, dank dieses Arbeitgebers. Vielleicht ist das eine Ausnahme, das kann ich gar nicht beurteilen. Ich habe es anders nicht kennengelernt. Ich bin darüber sehr glücklich und bin sehr froh, dass ich es nicht anders kennenlernen musste. Ja. Mhm. Finde ich auch ein gutes Beispiel, diese Frage Vereinbarkeit, Familie, Beruf und auch Beruf und künstlerische Tätigkeit. Das war eben das, was Sie auch gesagt haben. Auch da war der Arbeitgeber offen. Und ich glaube, das ist auch was, was wichtig ist in heutigen Zeiten zu sehen, okay, wenn wir ganz vieles über Schlüsselqualifikationen sprechen, die notwendig sind in verschiedenen Bereichen, wo erwerben die Frauen und auch Männer auch die Kompetenzen, die dann auch wiederum dem Arbeitgeber zugutekommen. Also da, denke ich, ist das nochmal, sind es ganz anregende Beispiele auf der anderen Seite. Deswegen komme ich jetzt zu Ihnen. Als Vertreterin des Arbeitgeberverbandes und damit auch nochmal im Blick auf Unternehmen, wo würden Sie denn sagen, haben Sie schon erfolgreich einwirken können auf die Unternehmen oder als Arbeitgeberverband Erfolge erzielt im Blick auf die Arbeitsbedingungen und Lebensbedingungen von Frauen? Also ich denke, wir haben jetzt beispielsweise beim Girls Day zusammengearbeitet, damals Frau Breimeyer noch beim DGB. Das hat sich jetzt, ich weiß nicht, wie viele Jahre das schon her ist, mindestens 15 Jahre, das hat sich so manifestiert, wenn ich zum Unternehmen komme, dann sehe ich da die Bilder oder die Poster, Girls Day findet dann und dann statt, demnächst, nächsten Donnerstag beispielsweise. Das ist eine Selbstverständlichkeit geworden, dass die Firmen ihre Tore aufmachen, denn das ist natürlich nicht selbstverständlich, weil jeder Besucher, der etwas mitnehmen möchte, der muss natürlich ein gewisses Programm bekommen, man muss sich darauf einstellen. Das ist zu einer gewissen Normalität geworden. Es ist auch zur Normalität geworden, dass wir viele junge Kolleginnen haben bei uns im Verband. Ich war damals 1979 die erste Frau in der Geschäftsführung. Wir haben jetzt ein paar Geschäftsführerinnen, wir haben ganz viele Juristinnen, das ist ein ziemlich ausgewogenes Verhältnis. In den Unternehmen sehe ich es auch, in den Universitäten sehe ich es auch. Wir haben damals, als ich anfing, Jura zu studieren, war ich eine von ganz wenigen, da waren überwiegend Jungs im Raum. Das hat sich geändert, auch in der Medizin beispielsweise. Also es ist Normalität geworden, dass Frauen durchaus alle Berufe ergreifen.
was ich mir wünschen würde, dass halt viele Frauen noch mal gucken, da ob kommen sie wir gleich dazu. Okay. Dann Entschuldigung. Ich denke, das ist ja nochmal ein gutes Beispiel, dieses, dass die Bereitschaft von Unternehmen größer geworden ist, überhaupt mal Einblicke zu gewähren, den Girls Day mitzugestalten, auch den Boys Day mitzugestalten, dass es keine Selbstverständlichkeit war, dass es wirklich erstmal harte Arbeit war seit vielen Jahren. So, was ist denn so ärgerlich? Was erleben Sie immer noch als ärgerlich? Und da gebe ich jetzt keine Reihenfolge vor, sondern Sie dürfen einfach rein nach Emotion jetzt auch mal hier antworten. Also ich kann jetzt so sagen, dass ich bin jetzt eine von den Frauen gewesen zum Beispiel, die bei den Kindern bleiben wollte und nicht arbeiten gehen wollte. Mir hat es das Herz gebrochen, arbeiten gehen zu müssen, um meine kleine Familie am Laufen zu halten. Ich hätte mir gewünscht, dass es vielleicht da irgendeine Möglichkeit gibt. Ich hätte mit der Sozialhilfe, die ich bekommen hätte und so weiter, nicht den Standard halten können, den ich da hatte schon. Und das war für mich ein... Ich denke, es gibt auch viele Frauen, die möchten bei den Kindern bleiben. Auch, sage ich, ne? Beides sicherlich. Ich war halt eine von denen und mich hat es damals doch sehr... Ja, auch krank gemacht, dass ich arbeiten gehen musste, um meine Familie zu halten und nicht bei den Kindern bleiben konnte. Okay, was gibt's noch? Also ich würde mir wirklich wünschen, dass wir eine neue Definition von Vollzeitarbeit kriegen, weil mit der derzeitigen Definition ziehen die Frauen ewig den Kürzeren. Also wenn wir nehmen, die Männer 40 Stunden, die Frauen 20, haben wir 60 geteilt durch 2, wäre 30 Stunden für beide, dann hätten die Männer auch Zeit, sich um die unbezahlte Arbeit zu kümmern, weil die wird im Moment zu 2/3 von Frauen geleistet. Und solange wir das so zulassen, solange werden wir auf die lange Strecke verloren haben. Punkt. Das ist das eine. Und das andere ist, das haben Sie angesprochen, das ist diese Frage des Bildes von Frauen in dieser Gesellschaft. Und jetzt gibt es diesen Kompromiss zum Thema Prostitution auf der Bundesebene. Und ich muss sagen, ich finde das alles so dermaßen zum Kotzen. Solange Schulklassen loslaufen können, wenn sie ihr Abi haben und 18-Jährige für 30 Euro im Puff gehen können und von Frauen verlangen, was sie wollen, solange ist das Frauenbild von 18-Jährigen bis 80-Jährigen in dieser Gesellschaft unter aller Kanone, solange Frauen käuflich sind. Und deshalb glaube ich, das ist auch eine gemeinsame Aufgabe von Frauen wie uns, die wir relativ viel Einfluss haben und es irgendwie auch geschafft haben und die sich nicht irgendwie, die nicht 3 Tage nicht schlafen können, wenn sie im Internet durch den Dreck gezogen werden, weil sie solche Forderungen stellen. Das ist was, wo ich denke, da haben wir ein Frauenbild in dieser Gesellschaft durch diese Prostitution, das halte ich gar nicht aus. Auch Karlsruhe, Mannheim, alles, was da grenznah ist, ich halte es überhaupt nicht aus. Deutschland ist inzwischen das Bordell Europas und das ist dermaßen zum Kotzen und das ist eine richtige Aufgabe für die Zukunft, daran zu arbeiten, jetzt jenseits, weil die Frauen, die den Pass abgenommen kriegen, die nicht Deutsch reden können, wer soll sich um die kümmern, wie nicht wir, die es uns relativ gut geht, die wir uns artikulieren können, die wir Macht und Einfluss haben, wer soll sich um die kümmern, selber werden sie es nicht machen und da bin ich wirklich auch relativ entsetzt über alles, was meine Partei macht, was die Linke macht, was die Grüne machen, das finde ich hochgradig ärgerlich und da steigern wir jetzt nicht weiter, nein. Okay. Ein Arbeitsfeld von Frauen, das häufig bei solchen Runden auch ausgespart wird und wichtig, dass Sie es auch nochmal benannt haben. Gibt es noch andere Punkte, wo Sie sagen, da ärgert es mich, da gibt es noch Feuer bei mir? Ein Thema, mit dem ich mich sehr stark beschäftige, ist das Thema Altersarmut von Frauen. Und gerade in Baden-Württemberg ist das ein ganz wichtiges Thema. Wir als reiches Bundesland, es konnten sich viele Frauen leisten, daheim zu bleiben. Aber kommt dann die Scheidung zu einem relativ späten Zeitpunkt? Die Scheidungsgesetze haben sich zu Ungunsten der Frauen verändert, die Rentengesetze haben sich verändert. Und unser Rentensystem ist einfach darauf ausgelegt, dass du eine ununterbrochene Erwerbsbiografie hast. Und ich denke, da muss wahnsinnig viel Aufklärungsarbeit auch für junge Frauen geleistet werden, weil die rutschen, ich habe manchmal das Gefühl, so
unserer Generation, wir sind so die Kämpferinnen. Und viele junge Frauen, die rutschen da einfach so rein und sind wieder so treuglaubend und denken, das passt schon und setzen sich gar nicht mit der Realität auseinander. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil es gibt heute schon viel Altersarmut von Frauen und Frauen schweigen, die sind stumm. Die, gerade im ländlichen Bereich, die schämen sich, die gehen nicht aufs Sozialamt, die wollen ihr Häusle nicht verkaufen, lieber sitzen sie in unbeheizten Räumen. Und das sind Dinge, die mich wirklich in so einem reichen Bundesland wie Baden-Württemberg sehr erschrecken. Und es liegt mir am Herzen und auch gerade als Unternehmerin, was sage ich, ihr müsst um eure Altersvorsorge kämpfen oder dafür sorgen. Auch wir haben Alleinerziehende und eine Frau im Unternehmen. Und sie sagt, ich habe das Geld im Moment nicht nochmal 50 Euro für die Rente irgendwo auf die Seite zu legen. Sag ich, das müssen wir hinkriegen. Also da auch als Unternehmerin Aufklärungsarbeit zu leisten und zu sagen, macht einen versicherungspflichtigen Job. Wartet nicht mit der 450-Euro-Jobs den Sprung da rein. Den schafft ihr nicht, ihr müsst versicherungspflichtig beschäftigt sein. Okay. Also ist für mich ein ganz großes Anliegen, auch als Unternehmerin, auch die Unternehmerinnen absichern, weil die sind auch oftmals so die mitarbeitenden Ehefrauen, der Betrieb wirft es gerade nicht ab und naja, es reicht gerade so, aber was passiert, wenn der Worst Case eintritt, dass die Firma insolvent geht, es zu einer Scheidung kommt. Also das ist ein Thema, was mich persönlich unheimlich umtreibt und wo ich mich auch sehr engagiere. Ja, was heißt eigenständige Existenzsicherung für verschiedene Gruppen von Frauen? Gibt es noch einen Aspekt, den Sie beisteuern wollen, Frau Janssen? Gibt es was, wo also, Sie sagen, das treibt mich um? Ich bin ja immer an dem Thema Mindset und Änderung der gesellschaftlichen Anschauung zum Thema Frauen, Frauenerwerbstätigkeit. Und ich denke, wir müssen da einfach anfangen bei den ganz Kleinen, bei der Erziehung von Mädchen und Jungs. Und wenn ich jetzt für meinen Enkel irgendwo was einkaufe, dann nervt es mich schon, dass bei den Buben die aggressiven Shirts da hängen und bei den Mädchen diese rosaroten Prinzessinnen-Themen. Und da muss ich sagen, da wird schon die Schublade entsprechend geöffnet, wo dann die später rein sollen. Und da sollten wir alle zusammen dran arbeiten. Wir müssten einfach mal sagen, nee, das machen wir nicht, wir kaufen das nicht. Nur ist es halt nicht auf dem Markt. Und ich meine, so fängt es dann an, dass man eben so differenziert, dass der eine eben, ja, sagen wir mal, in bestimmte Berufe reinwandert. Und dass diese Berufe natürlich zwangsläufig eben immer noch anders gewichtet und anders auch vergütet werden. Okay, ein schönes Beispiel vielleicht auch, wie man auf Unternehmen noch mal stärker einwirken kann, was so die Inhalte anbelangt. Ich kriege hier Zeichen, dass wir langsam zum Ende kommen sollen. Deswegen nehme ich jetzt gerade das nicht auf und möchte Sie gerade noch mal so zu einem kleinen Schlussstatement auffordern, wenn Sie jetzt dran denken, so in den nächsten 5 Jahren, was sollte geschehen in Richtung besseres, gerechteres Leben für Frauen? Ein Aspekt, was ist für Sie wichtig in Richtung besseres, gerechteres Leben? Ganz konkret, was könnte da Ihr Verband, Ihre Einrichtung oder die Zulu Nation dazu beitragen? Also für mich ist eine Basis die gleiche Bezahlung von Männern und Frauen. Es ist eigentlich unwahrscheinlich, dass es hier immer noch so eine Diskrepanz gibt, dass wir bis März arbeiten müssen, damit wir das gleiche Gehalt haben wie Männer am 31.12. des Jahres davor. Und damit ist die Existenzsicherung von Frauen verbunden. Okay, danke schön. Und deshalb bitte ich alle Frauen, die jetzt belastet sind durch die Streiks im Sozial- und Erziehungsdienst, irgendwie im Kopf zu haben, die streiken nicht gegen die Mütter oder gegen die Väter, die Kolleginnen, sondern die streiken für gute Arbeitsbedingungen. Da bitte ich um Solidarität. Und was wir dringend machen müssen, und das ist jetzt vielleicht total, vielleicht sogar ein bisschen rückwärts gerichtet, aber wenn ich diese Pegida-Bewegung angucke und diese ganzen Rechten, die da unterwegs sind und gegen die Genderisierung des Alltags rumwettern, das geht gegen uns und da müssen wir uns entgegenstellen. Und wenn wir das nicht machen, wird es niemand machen. Und das halte ich für unerträglich, was da passiert. Es geht gegen die Frauen, indem sie diese Worte da verunglimpfen. Ich halte es wirklich für richtig schwierig. Mhm.
Also ich würde einfach für mehr Respekt gegenüber Frauen werben. Und dazu gehört auch, dass man Frauen genauso behandelt wie Männer. Und ich bin ja oft in Männerrunden gewesen und man merkt ganz genau, welchen Ausbildungslevel die Leute haben, wenn sie ihnen Respekt zollen. Deswegen würde ich einfach appellieren, respektieren Sie Männer und Frauen gleichermaßen. Und das ist mir schon ein wichtiges Anliegen, nach dem, was ich Ihnen vorhin sagte, Frau Dr. Asche. Dankeschön. Also ich habe das auch immer getan. Ich würde halt direkt an die Frauen selbst appellieren, einfach zu machen und sich überhaupt gar keine Frage zu stellen, kann ich das auch, bin ich da auch so gut wie die Jungs, sondern einfach seinem Gefühl nachzugehen, Träume zu haben und einfach zu machen, was einem am Herzen liegt und ja, wo man, was man machen möchte. Das möchte ich Mädchen vor allen Dingen mit auf den Weg geben und vielleicht ändert sich dann was. Ja, auch vielen Dank. Ja. Vielen Dank. Das war jetzt ein wunderschöner Schlusssatz und auch Ihre anderen Beiträge geben nochmal das ganze Panorama wieder, an dem wir eben auch noch weiter zu tun haben. Aber wo ich denke, wo auch schon ganz vieles passiert ist, was aktuell Frauenleben und Arbeiten anbelangt. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Mitstreiterinnen hier auf dem Podium. Zum Streit kam es nicht, obwohl es sicherlich die ein oder andere Auseinandersetzung geben könnte, inhaltlicher Art. Haben wir heute nicht vorgesehen. Es ging eher darum, mal ein Panorama aufzumachen, in welchem Spektrum, Themenspektrum bewegen wir uns. Und ich hoffe, es ging Ihnen auch so, was zeigen die einzelnen Biografien auch von dem, was wir so abstrakt häufig in der Presse lesen, in empirischen Untersuchungen lesen können. Es ist nochmal sehr anschaulich geworden, wie sie selbst auch einwirken, egal an welchen Stellen, Positionen sie sind. Und dafür gebührt Ihnen nochmal ein extra Applaus. Ich darf jetzt ankündigen, dass Frau Mako in Form von Cora E. auftreten wird und sie wird drei ihrer Stücke gleich darbieten. Und zwar die Titel sind Das Schlüsselkind, das wir vorhin schon erwähnt haben, Der MC ist weiblich und Hip-Hop gab mir einen Titel. Sie wird unterstützt von DJ Def Cut, der auch nachher noch auflegen wird und eventuell auch Tanzbares bieten wird hier, oder ziemlich sicher Tanzbares bieten wird hier. Und wenn Sie mögen, sind Sie herzlich aufgefordert, es gibt eine kurze Umbaupause, sich jetzt natürlich auch Getränke zu holen, sich irgendwie ein bisschen gemütlicher zu machen und dann vielleicht nachher auch ins Stehen zu kommen, denn Rap im Sitzen stelle ich mir jetzt irgendwie auch ein bisschen komisch vor. Also wenn Sie mögen, können Sie stehen, Sie können natürlich auch gerne sitzen, man kann das vielleicht hier ein bisschen umbauen. Ja? Also so in 10 Minuten ungefähr, Viertelstunde, ja, findet es hier statt. Applaus